Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Review-Video 2024. Wir starten direkt mit einem schicken kleinen Anfänger-Heli und zwar der FlightZone MD500. Ich habe euch im letzten Jahr schon die rot-silberne Version hier vorgestellt. Diesmal haben wir hier die Version von der Firma Pichler bzw. FlightZone, auch in einem schicken Design und zwar gelb, rot und blau. Natürlich wieder eine RTF-Version. Ich zeige euch in diesem Video natürlich auch wieder alles, was hier mitgeliefert wird. Ich zeige euch die Fernsteuerung etwas genauer, die Funktionen, den Heli natürlich etwas genauer. Und wir gehen natürlich auch mit der MD500 einmal fliegen. Und ich würde sagen, wir legen wieder sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Dann machen wir den Karton mal eben auf und ich zeige euch mal, was mitgeliefert wird. Da haben wir natürlich als allererstes wieder ein Sicherheitsheft für die Akkus und die Bedienungsanleitung. Dann haben wir die erste Tüte, da befindet sich drin das Landegestell. Das müssen wir nachher noch einmal anschrauben und die dazugehörigen Montageschrauben. Dann haben wir hier noch eine Tüte drin, da befindet sich dann noch zwei unterschiedliche kleine Imbusschlüssel, ein Kreuzschraubendreher und das USB-A auf USB-C Ladekabel. Dann müssen wir als nächstes hier die Umverpackung abmachen. Hier haben wir dann als allererstes den Lithium-Ionen-Akku im Hardcase, ein 2S 1200 mAh. Wir haben hier einen Verriegelungsriegel, um den nachher im Heli zu sichern. Und was ganz toll ist, wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Und wir haben hier noch ein letztes Tütchen. Hier befindet sich drin eine kleine zusätzliche Antenne. Die können wir nachher noch anbringen am Rumpf. Dann haben wir natürlich hier diese wunderschöne Use MD500E einmal im Paket enthalten. Die zeige ich euch gleich, wie gesagt, noch etwas genauer. Und last but not least natürlich die 2,4 GHz Fernsteuerung. Die zeige ich euch gleich natürlich auch noch etwas genauer. Dann werfen wir mal wie immer einen genaueren Blick auf den Heli. Ich habe hier schon mal das Landegestell angebracht. Das muss man nur mit den beiliegenden Schrauben einmal anschrauben. Ja, wir haben hier eine richtig schicke Use MD500E. Richtig schön scale gemacht. Kommt dem Original wirklich sehr nah. Sogar der Heckrotor sitzt auf der richtigen Seite. Und dadurch, dass wir hier nicht wie bei der EC135 zum Beispiel einen Fenestron verbaut haben, haben wir hier auch am Heck einen richtig schönen scalen Look. Wir haben hier diesmal auch wie beim Original einen 5-Blatt-Rotorkopf, der wird über einen Brushless-Außenläufer angetrieben. Wir haben hier diesmal aber keinen Direktantrieb, sondern eine Ritzel-Zahnradübersetzung. Der Heckrotor wird ebenfalls von einem Brushless-Außenläufer angetrieben, dies natürlich dann direkt. Die Taumelscheibe wird hier wieder klassisch von 3 Mikroservos angesteuert. Die Rotorwelle und die Taumelscheibe sind natürlich hier auch wieder aus Aluminium und auch das Rotorkopf-Zentralstück besteht hier aus Aluminium. Es wurden auch wieder sehr viele Scale-Details verbaut, wie die Nieten hier überall. Auch die Blechstöße und die Türen wurden hier sehr schön dargestellt. Wir haben hier wieder überall schöne Aufkleber. Auch das Landegestell sieht wirklich sehr scale aus mit den typischen nach vorne langgezogenen Kufen und den Tritten hier. Selbst auf dem Landegestell haben wir noch Nieten abgebildet. Außer dass wir ja keine Beleuchtung drin verbaut haben, ist es wirklich auch sehr schön scale gemacht. Dafür haben wir aber vorne im Rumpf einen Scheinwerfer und hinten am Heck haben wir noch eine rote Heckleuchte verbaut. Hier oben auf der linken Seite haben wir noch die kleine Antenne, die kann man hier einstecken. Ich würde sie zur Sicherheit vielleicht noch einkleben. Auch am Heck ist die Use wirklich sehr schön scale gemacht. Hier mit der Beleuchtung, dem Heckrotor mit den Streifen drauf und auch der hochgesetzten Heckfinne. Auch hier haben wir Blechstöße und die Nieten überall dargestellt. Ein wirklich richtig schicker kleiner Scaler. Die Technik befindet sich im Übrigen hier hinter der Fronthaube, die man hier so rausheben kann. Hier muss man dann aufpassen, wenn die LED vorne eingesteckt ist, dass man das Kabel nicht abreißt. Aber die LED ist hier nur eingesteckt und nicht verklebt. Hier oben in der Kunststoffbox sitzt die ganze Elektronik drin, das Steuerbord mit dem Gyro, den ganzen Servoanschlüssen und der 2,4 GHz Einheit. Und hier vorne haben wir noch den Ein-Ausschalter angebracht. Darunter befindet sich das Akkufach. Hier können wir einfach den Hardcase-Akku einsetzen, bis nach hinten einschieben, bis der LiPo in den Kontakten sitzt. Dann müssen wir die Verriegelung hier vorne am LiPo noch nach rechts schieben. Dann ist der Akku gegen selbstständiges Lösen gesichert. Dann können wir den Heli hier über den Ein-Ausschalter anschalten und die Haube vorne wieder draufsetzen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Fernsteuerung etwas genauer und die Funktionen und dann gehen wir endlich fliegen. Ja, wir haben hier eine klassische 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung. Sie ist recht klein und leicht, liegt aber auch ganz gut in der Hand. Die Knüppelaggregate sind hier wieder aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium. Die lassen sich sogar in der Höhe verstellen. Die haben auch wieder diese Zackenkrone oben drauf, damit man als Daumenflieger nicht abrutscht. Alle vier Achsen sind auch hier wieder federbelastet. Das brauchen wir für die automatische Start- und Landefunktion. In der Mitte haben wir den Ein-Ausschalter, darüber eine kleine Status-LED. Dann haben wir um die Knüppelaggregate die Trimmschalter. Damit können wir den Heli dann im Flug nachtrimmen. Dann haben wir unten links den Knopf für die automatische Startfunktion. Wenn wir den einmal drücken, dann geht der Heli von alleine an, beziehungsweise der Rotor fängt an zu drehen und der Heli steigt selbstständig auf ungefähr 1,50 Meter Höhe und dann können wir manuell weiterfliegen. Wir können aber auch den Heli wieder ganz normal manuell starten, indem wir die beiden Knüppel nach außen unten ziehen und dann mit dem Gas-Pitch-Knüppel den Heli starten lassen. Darunter befindet sich der Knopf für die automatische Landung. Wenn wir den im Flug drücken, dann geht der Heli von alleine runter und stellt sich dann auch nach einer gewissen Zeit von alleine ab.
Wir können aber auch wieder bei der automatischen Startfunktion und auch bei der automatischen Landefunktion manuell eingreifen, wenn der Heli mal abdriften sollte. Dann haben wir hier oben links den Schiebeschalter für die Taumelscheibenausschläge. Links auf Stufe 1 haben wir die geringsten Ausschläge. In der Mitte auf Stufe 2 haben wir etwas mehr Ausschläge. Und rechts auf der Stufe 3 haben wir dann die höchsten Taumelscheibenausschläge. Auf der rechten Seite haben wir noch einen Stoppknopf. Damit können wir in jeder Situation den Motor ausstellen, wenn wir auf den Knopf drücken. Das dauert allerdings ca. 2-3 Sekunden, für ein Notaus meiner Meinung nach etwas zu lange. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne sitzen und drumherum einen Griff zum Transportieren der Fernsteuerung. Und auf der Rückseite haben wir wie immer das Akkufach, hier passen 4 AA-Batterien rein. Und auf der Unterseite haben wir noch 2 Standfüße, damit können wir die Fernsteuerung dann auch hinstellen. Dann haben wir ja noch die Besonderheit, dass wir den Sender der MD500 von Mode 2 auf Mode 1 umstellen können. Standardmäßig wird der Sender ja auf Mode 2 ausgeliefert. Wenn wir auf Mode 1 umstellen möchten, weil wir Mode 1 Flieger sind, müssen wir einmal den linken Trimhebel nach oben schieben und dann den Sender anstellen. Dann können wir mit dem rechten Stick einmal den Heli im Mode 1 binden. Das sieht man auch hier, wenn ich ihn hoch und runter bewege, den Stick, dann geht die Taumelscheibe auch hoch und runter und hier bewegt sich nur quasi die Nickachse. Das Gute jetzt an der MD500 ist, wenn wir den Sender ausstellen und dann wieder anstellen, merken wir schon, der Mode wird gespeichert. Das heißt, wir sind immer noch im Mode 1. Das heißt, für alle Mode 1 Flieger, die brauchen dann beim Anstellen der Fernsteuerung nicht jedes Mal darauf zu achten, ob der Mode 1 eingestellt ist. Das ist nicht bei jedem Modell der Fall, aber hier bei der MD500 wird es halt gespeichert. Wenn wir jetzt wieder im Mode 2 fliegen möchten oder ein Kumpel, sagen wir mal, Mode 2 fliegt und möchte den Heli fliegen, dann müssen wir beim Einstellen wieder den linken Trimhebel nach oben schieben, den Sender anstellen und dann quasi den Heli mit dem linken Stick binden. Dann haben wir die Pitch-Achse quasi wieder auf dem linken Stick und hier haben wir nur die Nick-Achse. Und das wird dann auch wieder gespeichert und somit können wir dann im Grunde Mode 1 und Mode 2 fliegen.
Ja, kommen wir wie immer auch hier am Ende zu einem kleinen Fazit. So viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ihr kennt die Modelle ja eigentlich auch schon. Auch hier muss ich sagen, die Optik gefällt mir wirklich sehr gut mit dem matten Gelb, dem matten Rot und dem glänzenden Blau. Die Kombination finde ich sehr schön. Auch, dass die Rotorblätter hier wieder diese farblichen Markierungen am Ende haben. Dass hier Brushless-Motoren verbaut worden sind, finde ich sehr gut. Hat also genug Power. Im Flug verhält sie sich auch super, lässt sich super steuern. Die fliegt super stabil. Ich habe ja auch nochmal versucht, durch Rühren an den Sticks den, sagen wir mal, aus der Ruhe zu bringen, aber der stabilisiert sich immer wieder sehr gut. Was er natürlich nicht mag, ist Wind. Also da muss ich wirklich immer wieder sagen, dass die Modelle eigentlich keinen Wind vertragen. So ein bisschen Wind ist okay. Ich empfehle auch eigentlich immer, wenn man einigermaßen fliegen kann, dann ruhig auf Stufe 3 zu fliegen bei der Taumenscheiben, bei den Taumenscheibenausschlägen. Weil auf Stufe 1 ist er wirklich sehr, sehr smooth eingestellt. Und wenn da ein bisschen Wind ist, dann kommt er eigentlich fast gar nicht mehr gegen den Wind an. Selbst bei Stufe 3, wenn da ein stärkerer Wind ist, ja, da kann man eigentlich das Fliegen schon fast vergessen. Was mir bei dem auch auffällt, ist wahrscheinlich auch durch den Fünfblattkopf geschuldet, dass der, wenn ich Negativ-Pitch gebe, nicht so schnell runterkommt wie zum Beispiel so eine EC mit einem Vierblattkopf oder von einer kleineren Größe her. Da muss man schon Unterschiede feststellen, aber nichtsdestotrotz fliegt er wirklich super. Ja, und ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was man hier groß Negatives sagen könnte. Vergesst bitte nicht, wenn ihr den Heli bei der Firma Pichler bestellt, bekommt ihr mit dem Code ChristiRC einen Satz Rotorblätter gratis noch mit dazu als Ersatz. Die sind ja hier im Standardpaket nicht enthalten. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schreibt mir gerne unter das Video einen Kommentar, wie ihr das Video findet, wie ihr den Heli findet, welche Version ihr vielleicht am schönsten findet. Es gibt ja verschiedene Designs. Ja, lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Christi. Ciao.